Werte Genossinnen, Herr Weino, ich freue mich sehr, dass alle trotz öffentlichen Drohungen von Faschisten hier und heute so zahlreich erschienen sind. Es ist wichtig, dass wir vor der türkischen Botschaft unseren Unmut über die aktuellen Zustände zum Ausdruck bringen. In Afrin tobt ein blutiger Krieg. Bis gestern haben die kurdischen Verteidigungsgruppen die Werte der westlichen Welt in Kobane, in Raqqa, in Rojava verteidigt. Heute werden jene Kräfte, die sich dem Terror im Nahen Osten am stärksten entgegengestellt haben, von der westlichen Welt im Stich gelassen. Es ist beschämend, dass sich gerade deutsche Leopardpanzer in Afrin im Einsatz gegen die Zivilbevölkerung befinden. Sie wurden verkauft, um gegen Terroristen in Syrien, in Irak, in Kurdistan eingesetzt zu werden. Nun richten sich genau diese Waffen gegen Demokratinnen und Demokraten, die ganz Rojava vor der Terrorherrschaft islamistischer Truppen befreit haben. Wenn man Waffen in Schurkenstaaten verkauft, dann muss man damit rechnen, dass diese für Barbarei und Angriffskriege genutzt werden, wie aktuell von der AKP und der Erdogan-Regierung. Insofern sagen wir heute hier in Berlin: Schluss mit dem Kuschelkurs mit Erdogan, Schluss mit dem Kuschelkurs mit der AKP-Regierung. Der Außenminister Gabriel sollte dem Diktatorenregime lieber die Stirn bieten, als ihnen den Tee in Goslar zu servieren. Wir fordern von der Bundesregierung endlich eine harte Haltung gegen das Erdogan-Regierung. Es ist wichtig, dass alle Länder dieser Welt, aber insbesondere die NATO-Staaten, aber vor allem USA und Russland deutlich machen, dass sie die Invasion in Afrin, in Kurdistan nicht hinnehmen werden. Wir sind solidarisch heute in Berlin, heute auf der ganzen Welt, in allen Städten, mit den YPG und YPJ Verteidigungseinheiten und verurteilen alle Angriffe auf die Selbstverwaltung in Rojava. Das letzte Mal, als Terroristen glaubten, Rojava einnehmen zu können, kamen sie bis vor die Tore vor Kobane. Auch damals hat man den Kurden keine Chance eingeräumt. Und auch damals waren die Kurden einen vermeintlich übermächtigen Gegner ausgeliefert. Heute liegt die Hauptstadt des auch so übermächtigen Gegners in der Hand der YPG und YPJ. Insofern möchte ich euch Erdogan daran erinnern, dass er weder der erste noch der letzte Terrorist sein wird, der am Siegeswillen und am Freiheitswillen der Kurdinnen und Kurden scheitern wird. In diesem Sinne, liebe Freundinnen und Freunde, fordere ich alle Menschen dazu auf, den demokratischen Kräften in Afrin beizustehen, solidarisch zu sein und die Bundesregierung dazu aufzufordern, endlich einen klaren Kurs gegen die AKP-Diktatur an den Tag zu legen. Bizi berhadana Afrin, bizi berhadana Afrine, bizi berhadana Afrine. Zor Spaß!